Ja, ich sehe dich. Ich habe keine Gruppe, also die haben mich Die hier auf alles verlassen echt fallen. alle das Spiel, ne? Ja, was ist los mit denen? So, ich bin hier bei dir. Ja, warte, mach mal Gruppe. Ja, sofort, ich jump noch schnell auf das Dach. 182. Oh Mann. Ja, dann viel Spaß, ey. Mal gucken, So. was kommt. Vielleicht kommt ja auch so eine 182er Horde. Gruppe, wie geht das nochmal? I. Wie geht das nochmal? Let's go. Ja, Mann. Ja, mal gucken, was passiert, ne? Ich habe keine Ahnung. Jo, Ich habe 120 FPS habe ich noch. noch. Ich habe jetzt 60, 61. Darf man in Reset Zones überhaupt eine Horde betreiben? Das ist eine gute Frage. Das wüsste ich jetzt gar nicht. Aber der eine hat gerade geschrieben, weil ich habe geschrieben, ich habe keine Horde-Base. Und der schrieb so Stadt. Also quasi, dass ich in die Stadt gehen soll. Oh, So habe ich ich es höre verstanden. was. Ja, da war einer. Ein Cut, ein Joe. Aber solange es einer ist. Oh, wo sind meine... Oh, habe ich die abgelegt? Was denn? Donnerbüchsenmunition. Oh. Ich glaube, bei uns findet gar keine Horde statt. Kann das sein? Oder stürmen die direkt zur Base? Good luck, have Good fun. luck, Ja, Herr. Ja, der danke. Steak-Göffel hat dich auch gekickt. Ah, okay. Da kommen noch Nein! mehr. Ja, doch, doch. Die, Ich oh bin nein, in den Bunker Antares, ich hab's gefahren. gesehen. Warte, ich kann dich covern, ein bisschen, wenn die kommen. Also, um Haus unten höre ich einiges. Ja, ich Sehr sehe hier vorsichtig. nur zwei Stück. Ja, da hinten hauen ein paar mehr drauf. Soll ich mit drauf ballern oder? Kannst machen, wenn du möchtest. Versuch's halt, ne? Gib mir Mühe. Ja. Autsch. Komm Okay. lieber hoch, lass uns ein bisschen. Oder haben sie jetzt nicht viel Schaden gemacht? Was sagst du? Nö, noch sind hier ja nur Vereinzelte. Ich probiere es halt gerade mal, ne? Ja, ich gebe dir Feuerschutz. Solange ich Spar noch halt ein bisschen die Ausdauer Muni. habe. Ich Ja, ich sag auch. durch, wenn's gefährlich wird, dann schieße ich drauf, Oh, sonst spare daneben. ich die Muni, ne? Ja. Ich seh dich ja da hinten. Oh, die kommen durch aufs Dach. Oh, die fallen runter, Gott sei Dank. Boah, die sind im Haus, Antares. Oh nein, ich habe einen hier oben. Ich will das Loch doch nur stopfen. Ja, ich werde auch in Sicherheit gehen, wenn es zu krass wird, aber. Ja, hier oben ist aber nicht sicher mehr. Ja, dann gehe ich auf ein anderes, aber gerade geht's noch hier unten. Ich habe hier einen Dächerkampf. Habe ich ihn? Ne, du hast ihn gekillt. Da kommt der nächste. Ja. Wow. Ich nehme die, die runterfallen. Ja, ich habe hier drei. Ich muss jetzt immer runter. Pass auf, hier kommen sie runter. Ja. Hä, wo ist er hin? Durch den Boden? Ja. Weg ist er. Ja, Mann. Okay. Dann versuchen wir es mal so ein bisschen. Ja, die wissen ja manchmal selber nicht, wo sie hin wollen, die Server-Zombies, ne? Ja, das ist wie so ein Noob-Mode für uns jetzt gerade. Noob Protection, wie er geschrieben Na, hat. good luck, haben sie gesagt. Oh Gott, keine Ausdauer Ja. mehr. Oh ja. Ja, ich glaube, ist sinnvoll jetzt, ne? Und meine Waffe gibt den Geist auf, gerade sehe ich. Ja, ohne Ausdauer ist halt schlecht, ne? Ist ein bisschen Ausdauer tanken. Oh, Hund, 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 Hund. Ja. Oh nein, nachladen. Ah, alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Kannst du kurz ein bisschen Muni droppen? Droppen, droppen. So, wenigstens 10, 20. Hier.
Jo, danke. So, die machen wir wieder ruhig, ne? Da gibt es schon Erfahrung wenigstens, Ja, ne? genau. So, wenn das jetzt so in diesem Maße bleibt, dann schaffen wir das auch. Ja. Ist ja noch was hin, ne? Ist ja erst 11 Uhr. Ja, Tag 182, ne? Und die Ja, ist liefen. halt Horde auf freiem Feld, ey. Ist halt nicht geil. Ja, das ist Weil keine. gut, aber ist aber auch keine richtige Horde irgendwie, ne? Ja. Ja gut, so ein Hard-Mode-Rocker, den hätte ich jetzt laufend nicht gepackt. Ja, Hardmode sowieso nicht. Aber das Ja. ist ja auch kein Hardmode. Richtig. Ja, vielleicht kommt uns das jetzt auch zugute, ne? Dass man immer so einen schweren Schwierigkeitsgrad spielt, ne? Ja. Dadurch wirkt das jetzt vielleicht für andere voll schwer hier. Weiß nicht, ich will da jetzt nicht irgendwie überheblich klingen gerade, aber ist safe, ne? Soweit. Ja, da kommt noch einer. Sagt er ja und starb. Oh, das ist ein Feral. Die hat ein bisschen mehr auf dem Kasten. Dann Oh, nehmen wir den shit. Vorschlaghammer. So. Mach mal. Oh, weg ist er. Ich, Vorsicht. Geier, Geier, Geier. Oh nein. Oh, wo ist meine Pistole? Hab ihn. Level up. Ich musste gerade mal meinen Knüppel reparieren. Das war ein bisschen knapp. Ja, meine Pistole, du hast kein Repair-Kit, ne? Doch. Oh, dann schmeiß mal. Ist jetzt nämlich so gut wie platt. Bitte Oh, da schön. kommt ein Edgar. Danke. Reparieren. Schnell, schnell, schnell. Zurück. Oh, ich habe meinen Knüppel gar nicht ausgerüstet. Sehr gut. Hund, Hund! Hund, Hund. Kannst du dich um den Hund kümmern? Ja. Oh, der springt aber. Oh, der laggt. Das ist der Laggy. Oh, der war plötzlich bei mir, ey. Arschloch. Ich muss mich heilen. Okay, Edgar down. Oh, ist der gesprungen zu mir auf Hast einmal. du Painkillers? Ich habe mir jetzt was gegessen und trink was. Ich kann dir Painkiller geben, wenn du möchtest. Ich habe noch irgendwo was. Ne, ich habe nur Heilverband. Ja, Painkiller ist gut. Ja, Aber Moment. gleich machen wir erstmal eine Ruhe hier. Ja, also einen möchte ich gerne selber für mich haben und den anderen kann ich dir droppen. Oh, da kommt eine Hab Krankenschwester. gedroppt, Vorsicht, Vorsicht, hab Vorsicht. Ja, gedroppt. ja, ja. Wo, da. Danke. So, schmeißen wir sofort ein. Essen tue ich auch mal eben, Bacon Egg. Dann regeneriere ich auch noch mal ein paar Leben. Ich kann mich irgendwie nicht ganz voll heilen. Ich muss einen Debuff haben Nee, oder du so. hast dir ein Bein verstaucht oder so. Ja, genau. Oh, Lootbeutel. Soll ich? Hatte ich vorhin auch einen. Ja, du bist doch Looter. Nix Da drin. kommt wieder einer. Da war gar nichts drin. Ein nee, ein nee. Ja, wieder Tresor letzte Mal, ne? Ja. Sehr gut. Jo, gleich ein Level Up wieder. Nice. Ah, läuft. Da Da ist ein kommt Edgar. wieder einer. Ja. Ey, so ist das richtig entspannt eigentlich. Einer nach dem Ja, klar. anderen. Wollte gerade sagen, gerade wenn sie alleine kommen, ne, dann geht's auf jeden Fall. Ach Ist ja schon Gott. fast, ist ja schon fast geschenkt. Wenn der Hund jetzt nicht so geleckt hätte, hätte ich ihn auch locker weggeschossen. Oh, der nächste. Aber der war plötzlich da, ey. Oh, da hinten kommt ein Hund. Oh, Hin okay, hinter wo? dir. Hinter mir? Da, ja. Boah, Alter, die laggen. Die laufen so schnell, dass der Server das nicht rallt, glaube ich. So, ich hau mir jetzt den Painkiller rein. Oh Gott. Er hat weniger geheilt, als ich dachte. Lass uns Vorsicht, zu hinter dir. zweit. Ja. Scheiße, ich habe den Hund gefarmt. Lass uns zu zweit auf Hunde gehen, ja? Vorsicht, noch ein Hund. Es wird langsam gefährlich. Wir müssen ja irgendwo aufs Dach. Oh, guck mal. Ihr seht es im Video ja ganz gut, wie die laggen. Ich habe nur noch 7 Schuss. Ja, wir müssen jetzt weg langsam. Ja. Ja, da hinten, ne? Lass mal da hinten. Da, da, Ja, da. ja, ja. Hier ist auch das Licht besser, finde ich. Ist nicht so orange alles. Oh ja, da kommen jetzt so ein paar immer. Munition habe ich jetzt eh nicht mehr viel. Aber egal, Level Up ist gesaved, das ist schon mal gut. So gut wie sicher. Jo, ist doch auch mal was, ne? So eine Horde. Hilfe! Oh, du Oh! wurdest aus dem Spiel geworfen. Shutdown. 30 Sekunden. Ha.
Ja. Okay, ich gehe zur Base. Oh, ach so, du bist das. Oh, da kommt einer. Oh ja. Oh, da kommen sie alle. Oh, dann gehen wir doch lieber da hinten aufs Haus wieder, ne? Wo bist du? Da. Ich lauf mal weg. Da sind wir, glaube ich, hingelaufen, ne? Ja, da sind wir hingelaufen. Oh ja, jetzt kommen viele. Vielleicht haben sie uns gehört. Ja, guck mal, meine Friends stehen hier, aber ich war nicht mehr da. Hilfe. Oh, da ist ein Lootbeutel. Eieieiei. 48 Schuss. Oh, für die 9 mm. Ja. Oh, Gruppe, Gruppe. Gruppe. Hab ich. Ja, sofort. Ich habe gerade keine Gelegenheit und meine Woodframes sind auch nicht in meinem Gürtel. Hier oben scheint keine Hatch zu sein. Ich habe doch, hier ist die Hatch. So, ich habe 3 Woodframes. Ich weiß nicht, ob das reicht. Mal kurz gucken, dass ich mir ein paar Woodframes zusammen farm hier. Ja, da stehen meine. Rohrbomben wären gut. Oh Gott, ich muss wählen! Ich habe 4. Mach keinen Quatsch. Nimm die Gruppe an. Ja, ich kann nicht. Ich kann nicht. Wirst du sehen. Soll ich deinen Turm 5 Frames reichen die? Du bist immer noch auf dem Dach da, ne? Ja, ich baue gerade die Hatch zu, weil die kloppen schon hier dran. Verstärkt verdoppelt. Oh Gott, da komme ich nicht hoch. Mir ist cold. So, bin oben. Gruppe, Gruppe, Gruppe. Okay. Alles klar. Ja, die kloppen sich hier schon durch. Ich werde das hier ein bisschen reparieren, ne? Hier, guck mal, wo ich stehe. Die Hedge müsste gleich kaputt sein. Wo kloppen die sich durch? Hier, wo ich gebaut habe. Da drunter ist eine Eisen-Hedge. Und da kam die jetzt schon langsam durch. Ja, lass sie ruhig durchkommen. Kloppen wir sie einen nach dem anderen weg. Meinst du? Ja. Na gut, wenn sie durchkommen, dann merkst du. Yes. Muss man hier am Feuer stehen bleiben, mir ist kalt. Sag's Bescheid, ne? Wenn die. Kann ich mich heilen irgendwie? Hast du noch was zu mampfen? Ich hab noch Bacon Egg ein. Ja, guck mal, ich kann mir einen braten sogar. Danke. Ah ne, hier ist ja kein Kochtopf. Oh, durstig bin ich. Ja, ich zieh ich mir auch noch rein. So, kommen sie jetzt? Ich bin. Dauert ein bisschen, ich habe uns ein bisschen Zeit verschafft. Ah, da sind welche. Ich habe nur noch 7 Schuss. Ich kann draufhauen gleich, wenn sie kommen. Oh, Level up, danke. Bitte. Was skillen wir denn? Was könnten wir denn skillen? Server-Neustart in der Horde-Nacht ist kacke. Ja. Hat einer geschrieben. Jetzt kommen sie. Läuft alles so. Vorsicht, sie kommen. Okay. Können wir das Lagerfeuer ausmachen? Wieso? Lass du verbrennen. Ja, ich habe nur Angst, dass ich mich verbrenne gleich. Ich weiß. Während ich am Dodgen bin. So, jetzt geht's los. Ah. Mutti, komm hoch. Guck mal, easy peasy. Lemon squeezy. Ja. Hau den Lukas, oder wie heißt das hier? Ja, genau. Hau den Lukas.
Und die fliegt noch so runter wie dieses Gewicht dann. Dong. Sehr gut. Zack. Nächster bitte. Yep. So Leute, hier so ein paar Taktiken, wie man ohne Waffen und Horde-Base überlebt. Geile Nummer. Aber hier auf dem Dach sind wir ziemlich safe, weil der ist sehr verwinkelt. Selbst wenn die hochkommen, können wir da unten rüberspringen. Bis die dann kommen, dann haben wir ein bisschen Zeit. Oh, mir ist kalt, ich muss da Dinge anmachen, ja? Zwischendurch, wenn sie hochkommen, sag Bescheid. Wieso friere ich da? Du hast schon Mantel, ne? Ich hab Gar dir habe ich nichts. auch einen besorgt. Müsste in der Base in der Kiste Ah, liegen. cool. Ist gut. Ich weiß nicht, ob es ein Mantel oder ein Poncho, auf jeden Fall habe ich da was Poncho, genau, habe ich mir auch was. besorgt. Bin ich voll Idiot. Ach, weil ich einen roten Tee trinke vielleicht, ne? War das nicht so, dass der kühlt? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Da hat sich auch schon einiges geändert, ne? Ah, ein verlockender Ja. Lootbeutel liegt da unten, ne? Die spawnen die immer noch? Lootbeutel, Loot. 161 Dollar. Old Cash. Na, kannst du zu Papier machen, ne? Ey, in dem Gebäude sind Zombies. Die will ich, also die schlafen noch, ne? Also die gehören nicht zur Horde. Die will ich jetzt ja auch Okay. nicht unnötig wecken, ne? Nee. Oh, da Warte, kommen sie. Moment. Lieber. Ich achte mal auf die Leiter weiterhin, ne? Bis unten. Ja. Okay. Dann mache ich mal so einen Schutzframe hier drauf. Und ein bisschen Zeit, bis die kommen. Ja, Leute, so machen wir das. Jetzt sitzen wir das so aus. Danach klären wir das Gebäude sowieso nochmal. Ein bisschen EP. Und dann, ja, ich ne, bin ja voll im Craft- und Baufieber. Gucken, was wir dann machen als erstes. Habe ich Schmiede jetzt schon gelernt? Mal gucken. Intelligenz? Ne, habe ich noch gar nicht. Dann wäre das vielleicht eine Idee hier, ne? Ah, hab einen Skillpunkt. Okay, dann lernen wir das sofort. Schmiede und kannst du Eisen, also fertige Schmieden und Gegenstände den Schmieden. Schneller. Ja, das ist gut. Wir haben ja auch schon Leder und so ein Schrott alles. Könnte sein, dass wir uns schon eine basteln können. Steine, Lehm ist kein Thema. Klebeband müssten wir auch, ja. Cool, machen wir gleich als erstes eine Schmiede. Haben wir schon mal die erste Crafting Station. Ah, hier im Hof wacht was auf hier hinten. Jojo, Ist ich bin gut. hier fleißig am Killen. Sehr gut. Du weißt noch, ne? Deine Idee war, du machst Medis, ne? Yes, ich mach. Oh Gott, Knüppel reparieren. Ich Ich glaube, mach Medis und Fahrzeuge. ja. Genau. Nach ein paar Skillpunkten sind nämlich Heilverbände schon möglich. Und Aloe haben wir hier um die Ecke. Das wäre natürlich geil, ne? Da haben wir schon mal stetige Heilung. Müssen nicht immer unser ganzes Essen verbrauchen für Heilung. Jo. Das Fleisch, was ich gerade gemacht habe, ne, das müsste in der Base, glaube ich. Ja, das müsste in der Base sein. Okay, hier hinten kommen jetzt immer mehr, aber ist gut. Bald ist 4 Uhr. Falls bei dir knapp wird, dann lass uns das aussitzen ein bisschen. Alles easy. Ich kann dir von oben auch nicht helfen mit 7 Schuss. Alles easy. Ich habe noch 15 und 18, also knapp 30 Schuss. Ja, Aber Antares ist unser Action ich Hero, mache wisst Knüppel, ihr. ja. Knüppel-Action. Knüppelhorde. Siehst du ja, bei dir dürfte es Erfahrungspunkte regnen. Ja, ich achte hier auf die Hedge, aber hier kommt jetzt nichts mehr. Du hast wohl voll die Agro da unten. Geht. Uiuiui. Stört Jetzt werden mich wieder ein nicht. paar Mein mehr. Bein ist gerade geheilt, das heißt, kann er wieder vernünftig laufen. Ui, der ist. Okay, soll ich jetzt mal drauf ballern? Nee, geht schon. Der ist nur durchs Gate gebackt. Ich habe gedacht. Ach Ja, nee, das zu Gate den ist Hunden. kaputt. Er ist durchgerannt. Das habe ich nicht gesehen. Die beiden Hunde, die mich so viel Leben gekostet haben, die sind einfach auf einmal vor mir gewesen. Oh, wo du gerade Hund hast, ich höre einen. Ja, ich sehe einen. Kommst du klar, soll ich schießen? Geht. Passt. Ja, da hinten treffe ich auch nichts mehr, glaube ich, mit dem 9 mm auf die Entfernung. Okay. Halt dich ruhig, wenn es geht an der Base auf. Zur Not kann ich dann zu dir schnell. Ja, ich habe mich nur Wenn es mal nicht von dem geht. Knochen entfernt. Na, ja, ist auch richtig.
Aha, jetzt kommen sie wieder hier. Jetzt höre ich sie am Haus unter mir. Hinter dir, Zombie, hinter dir. Mhm. Okay, der läuft weg. Die eine rennt hier vor die Mauer. Okay, ist down. Wieder links hinter dir. Ja, kommt zurück hinter dir. Guckt euch das mal an, wie er die Freddy macht. Ja, ich muss ein bisschen Ausdauer haushalten, ne? Ja, merke ich, aber mach's gut. Ich höre ein Knurren. Knurren bei dir, Knurren. Ja, der ist. Guck mal, ich mach den mit dem Knüppel. Der steht am Zaun. Wie geil ist das denn? Ich nutze den Zaun. Ja, sehr gut. Hinter dir, Rücken. Ah, keine Ausdauer. Danke. Jo, 4 Schuss. 4 Notfallschuss hast du noch. Was ist hier los bei mir? Alles ruhig, gut. Hinter dir 2 Stück, also noch ein bisschen weiter weg, okay. Aber. Kommen. Nein, die kommen zu mir, okay. Ja, kommt rein. Nee, jetzt wieder zur Mauer zu dir. Die wissen nicht so recht. Die überlegen noch. Ist alles überlegen. Ein bisschen anders als auf einem Nicht-Server, ne? Ja, klar. Die Zombies verhalten sich auch anders. Level up. Wir wissen nicht genau. Hello. Müssen wir schauen, ne? Wir haben ja gesagt, was, hello? Ja, die Zombies. Ich wollte sie gerade mal... Ah, ich dachte Spieler. Nee. Au. Sicht. Ach, der ist hingefallen. Also ich spreche mal für mich am besten. Nur ich weiß noch nicht genau, wo das hier hinführt. Ich schaue mir das auf jeden Fall an. Es sind natürlich ein paar Sachen, wo man sagt, also wo ich sage, ist in einem privaten Spiel besser. Ne? Dann gibt es natürlich die Community und das Ganze mit dem Markt und so. Und wie uns letztes Mal der Wieder war das, ne? Yes, David. Das liebe Wieder. Das Fahrrad geschenkt hat, genau. Das war natürlich super geil. Solche Sachen sind natürlich in einem privaten Spiel nicht möglich. Also die Interaktion ist schön mit den Leuten, also mit euch. Aber... Also gameplay-technisch links hinter dir läuft es natürlich flüssiger auf einem privaten Spiel oder wenn wir. Hinter dir, wieder hinter dir. Keine Ausdauer. Geh mal da weg. Jo. Sehr gut. Ein Stun-Schuss habe ich abgegeben, als du nachgeladen hast. Ja, sehr cool. Auf den ersten, ja, hat geklappt. 3 Schuss habe ich noch. 49, 50 HP habe ich noch. Ja, ich habe auch 62. Ja, jedenfalls schauen wir, also schaue ich mir das auf jeden Fall so an. Schätze mal, Antares geht es da ähnlich. Ja, also es macht mir schon sehr Bock hier. Also ich muss sagen, am Anfang, hat man ja auch in den ersten Folgen gesehen, wir mussten uns erstmal reinfinden. Mhm. Es gab sehr viele Sachen, die wir nicht wussten, genauso wie mit den Reset-Zones und so. Jetzt funktioniert das alles und auch mit den Zombie-Lags und so. Ich glaube, das ist auch eine Gewöhnungssache. Die kann man auch so, wie sie sind, gut bekämpfen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Ich meine, dass die hier gerade hier ihr Theater machen, kommt mir nur zugute. Ne? Wenn die jetzt da vorne am Tor stehen oder so, dann kann ich da schön einen nach dem anderen machen. Das mit den Lags muss man ein bisschen rauskriegen. Dann stört's mich auch nicht, ne? Wenn's machbar ist. So. Ja, ich finde es dadurch halt sehr, sehr leicht. Also auch so, wenn wir looten waren oder so und die stehen vor einem, drehen sich dann nach links, nach rechts und machen nichts. Ja, dann schwindet der mäßige Schwierigkeitsgrad sowieso noch. Ja, das stimmt. Das meine ich. Ne? Wenn du jetzt im Hardmode spielen würdest und das würde passieren und kriegst trotzdem einen Hit und stirbst fast, das ist, bei mir ist ja immer schnell der Reiz
weg, wenn es zu leicht wird. Aber deshalb, ich will mich ja eher aufs Bauen konzentrieren. Also bei mir, Leute, habt ihr die Baufolgen, bei Mantare ist immer die Actionfolgen, merkt euch das. Weshalb sich immer beide Kanäle lohnen. Und ja, da ist auch schon der Morgen angebrochen. Guten Morgen. Morgen. So, dann gehen wir mal gucken, was noch drin los ist. So, jetzt ist mir das auch egal, habe ja eh keine Muni, brauche ich die auch nicht mehr. Ja, und das ist es halt, ne? So macht es auf jeden Fall Spaß. Wie gesagt, alleine schon hier solche Bauwerke. Wir haben ja noch nichts von der Karte gesehen, ne? Bin gespannt, wenn man da so ein bisschen rumfährt, was man da so findet, was die Leute hier so bauen. Ne? Vielleicht trifft man mal ein paar Leute. Yes. Also Oh, mit da sind noch Sicherheit. ein paar Kollegen.